So, ich melde mich mal nach einer längeren Pause mit einem kleinen persönlichen Update zurück. Ich kann an meiner Statistik immer ganz gut sehen, dass einige neue Abonnenten dazugekommen sind, was mich natürlich immer sehr freut. Auf der anderen Seite habe ich auch ein paar De-Abos gemacht, was ich nachvollziehen kann, denn leider habe ich mal wieder eine ganze Zeit nichts mehr hochgeladen. Ich habe mir aber für die nächste Zeit vorgenommen, wieder ein bisschen produktiver zu sein und tatsächlich habe ich auch schon eine halbfertige Folge Geschichte Ägyptens in der Schublade liegen. Wir sprechen dann über die 4. Dynastie und den König Snofru. Mit ein wenig Glück kommt das Video dann in den nächsten Tagen. Mit diesem Video wollte ich heute mal über meine Pläne für die Zukunft sprechen und auch erzählen, wie ich auf das Thema der Ägyptologie gekommen bin. Von mir selbst kann ich eigentlich gar nicht behaupten, dass ich mich schon immer für das alte Ägypten interessiert hätte. Im Gegenteil, nicht mal für Geschichte im Allgemeinen. Ihr müsst wissen, dass ich auf einer Waldorfschule war und dort sieht der Lehrplan so aus, dass man ab der 5. Klasse oder so anfängt, sich jedes Jahr für eine gewisse Zeit mit einer geschichtlichen Epoche auseinanderzusetzen. Man fängt dann mit den Ägyptern an, dann mit den Griechen, mit den Römern und schließlich beschäftigt man sich dann mit dem Mittelalter. Ich muss sagen, damals hat mich alles das nicht die Bohne interessiert. Ich wollte immer lieber was über die neuere Geschichte hören, denn die hat heute schließlich noch deutlichere Auswirkungen. Was geht mich also an, was vor ein paar tausend Jahren mal irgendwo passiert ist, habe ich mir damals gedacht. Als wir dann in der 8. oder 9. Klasse die neuere Geschichte besprochen haben, fand ich das dann schon interessant, aber jetzt auch nicht übermäßig. Erst später, als ich vielleicht in der 11. Klasse war, habe ich plötzlich ein Interesse für Geschichte entwickelt. Und dann war es plötzlich umgekehrt wie vorher. Je älter die Geschichte war, desto spannender, desto geheimnisvoller und faszinierender fand ich sie. Ich komme aus einer Region in Deutschland, in der im Mittelalter die Staufer eine große Rolle gespielt haben, weswegen ich mich dann eine Zeit lang mit den Staufern und dem Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation beschäftigt habe. Schnell bin ich dann aber auf der Zeitachse tendenziell immer tiefer in die Vergangenheit gegangen. Und so bin ich dann schließlich über Rom und Griechenland bis zu den Ägyptern gekommen. Klar, theoretisch gibt es auch vor Ägypten noch eine ältere Zeit, über die noch weniger bekannt ist. Aber die Urgeschichte und Steinzeit fasziniert mich so gut wie gar nicht mehr. Ich kann vielleicht auch erklären, warum das bei mir so ist. Wir hatten zu Beginn der Geschichte Ägyptens mal über die Kategorien Spuren, Botschaften, Erinnerungen gesprochen. Diese Worte, die den historischen Befund in drei Kategorien einteilen sollen, habe ich aus dem Buch Ägypten, eine Sinngeschichte von Jan Assmann. Sobald eine Kultur nur Spuren hinterliefert, also hinterlässt, also bloße Hinterlassenschaften wie etwa aus der Zeit vor der Schrifterfindung, finde ich die tendenziell weniger interessant. Jetzt kann man vielleicht darüber diskutieren, inwiefern manche Höhlenmalereien aus dieser Zeit auch schon Botschaften enthalten, aber ich denke mal, der Punkt ist klar geworden. Besonders interessiert mich dann auf der anderen Seite wiederum die Zeit der Schwelle, also die Zeit des Übergangs von einer Kultur, die uns kaum greifbar erscheint, hin zu einer Kultur, die zahlreiche Spuren und Botschaften produziert hat. An dieser Stelle möchte ich jetzt aber nicht weitersprechen, weil so ein Thema möchte ich dann doch lieber mal speziell noch behandeln. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob es jetzt bei meinem Interesse für Ägypten bleibt, aber ich habe schon das Gefühl, an der richtigen Stelle jetzt angekommen zu sein. Und da liegt natürlich der Gedanke auch nicht fern, Ägyptologie zu studieren. Ägyptologie kann man in vielen Ländern der Welt studieren, auch in Deutschland, in der Schweiz oder auch in Österreich. Es gibt in Deutschland sogar einige Universitäten, die das Fach Ägyptologie anbieten. Da wären auf jeden Fall mal Berlin, Heidelberg, Tübingen, Leipzig, Mainz, München, Würzburg. Und es gibt bestimmt noch ein paar weitere Universitäten, die mir jetzt nicht einfallen wollen. Um Ägyptologie zu studieren, muss man einige Voraussetzungen erfüllen. Grundsätzlich gibt es für dieses Fach nirgendwo eine Zulassungsbeschränkung. Das heißt, man braucht für ein Studium lediglich das Abitur, wobei der Schnitt dann egal ist, es gibt also keinen NC. Problematischer sind Sprachnachweise, die man für ein Studium der Ägyptologie braucht. Ich glaube, an jeder Uni sind zumindest Französisch und Englisch als Sprachnachweis nötig.
Das Gute dabei ist, dass es da mehr auf die Lesefähigkeit als auf das Sprechen ankommt. Das erleichtert die Sache für mich ein bisschen. Einfach deshalb, weil einiges an Fachliteratur der Ägyptologie auf Französisch und Englisch verfasst wurde, was wiederum mit der Geschichte des Fachs zusammenhängt. Zusätzlich muss man dann auch noch eine alte Sprache nachweisen können. Da kann man dann wahlweise Latein, Griechisch, Hebräisch oder klassisches Arabisch wählen. Der Nachweis ist inzwischen, glaube ich, nicht mehr an allen Universitäten Pflicht, allerdings solltet ihr euch da dann nochmal gesondert informieren. Solltet ihr also mit dem Gedanken spielen, Ägyptologie zu studieren, müsst ihr euch, wie gesagt, beim Standard eurer Wahl informieren. Sollte man allerdings später den Standard wechseln wollen während dem Studium, kann es sein, dass dann plötzlich ein Sprachnachweis erbracht werden muss. Also zum Beispiel bei einem Wechsel nach dem Bachelor-Abschluss für den Master an einer anderen Uni. Ich bin jetzt im Nachhinein ganz froh, Französisch schon in der Schule gehabt zu haben, auch wenn mich das damals nicht so gefreut hat. Denn das Abiturzeugnis reicht in dem Fall als Nachweis schon aus. Englisch hatte ich natürlich auch in der Schule, das hatten, denke ich, die meisten. Allerdings hatte ich kein Latein in der Schule und werde daher die alte Sprache noch nachholen müssen fürs Studium. Ich bin momentan schon mal ein bisschen dabei, Altgriechisch zu lernen. Ich muss sagen, dieser Aspekt mit den ganzen Sprachnachweisen schreckt mich schon ein bisschen ab. Ich habe keine große Begeisterung für Sprache an sich, also das Lernen von grammatikalischen Zusammenhängen bereitet mir persönlich jetzt noch keine große Freude, vielleicht kann man es so sagen. Man muss wissen, dass ein Studium der Ägyptologie aber sehr viel aus Sprachen besteht, also aus der Hieroglyphenschrift, da man mindestens die Hälfte der Zeit mit dem Erlernen des Mittelägyptischen beschäftigt ist. Also in höheren Semestern kommt dann auch noch das Neuägyptische und Hieratisch dazu. Und je nach Angebot und Standort kann man dann auch noch Demotisch und Koptisch lernen. Ganz schön viel Sprache also. Aber ja, das Verständnis der Hieroglyphen ist nun mal das A und O, wenn es um das alte Ägypten geht. Ich will ein Studium der Ägyptologie also auf jeden Fall mal versuchen, um zu schauen, ob es das Richtige für mich ist. Und wenn ich das anderen erzähle, dass ich Ägyptologie studieren will, lautet die erste Frage eigentlich immer: Ja, und was macht man damit dann später, also so beruflich? Diese Frage habe ich mir natürlich oft auch schon selbst gestellt. Ich bin mir bewusst, dass es auf dem Gebiet der Ägyptologie eigentlich so gut wie keine Arbeitsplätze gibt. Man kann, soweit ich weiß, als Ägyptologe nur am Deutschen Archäologischen Institut arbeiten oder eine Karriere an der Uni starten, was natürlich prinzipiell bei jedem Fach möglich ist. Klar, man kann mit dem Studium natürlich auch immer einen Quereinstieg versuchen und woanders versuchen reinzukommen. Ja, aber ich habe beschlossen, diese Frage nach dem, was kommt danach, erstmal bis dahin aufzuschieben, wenn ich überhaupt weiß, ob Ägyptologie wirklich das richtige Fach für mich ist. Dass Ägypten das Thema ist, das mich am meisten interessiert und begeistert, weiß ich natürlich jetzt schon, aber das muss nicht immer bedeuten, dass man an der Universität gut aufgehoben ist. Falls ihr dieses Video seht, weil ihr euch für ein Studium der Ägyptologie interessiert, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, das würde mich sehr interessieren. Und übrigens kann man Ägyptologie, soweit ich weiß, an keinem Standort zu 100% studieren. Man braucht also immer noch ein zweites Fach. Ich habe mich da noch nicht abschließend entschieden, was ich machen möchte, aber ich weiß jetzt schon, dass ich was wählen werde, was zumindest auch Geschichte beinhaltet, wenn nicht sogar ein Fach, das mit der Ägyptologie verwandt ist. Man kann auch den Ansatz wählen, dass man ein zusätzliches Fach studiert, aus dem dann später eher eine berufliche Perspektive erwächst. Ich weiß zum Beispiel vom Betreiber der Website meretsegerbooks.com, dass er Ägyptologie und nebenher Finance studiert hat in Frankreich. Und heute arbeitet dieser Mann in der Wirtschaft und Ägyptologie ist heute sein Hobby. Aber irgendwie kann ich mir nicht so richtig vorstellen, neben der Ägyptologie noch was völlig anderes zu studieren. Ich denke mir da eher so, entweder ganz oder gar nicht. Solltet ihr euch also für ein Studium interessieren, versuche ich mal
die entsprechenden Seiten von sämtlichen Standorten in der Beschreibung zu verlinken, dann könnt ihr euch da informieren. Wenn ihr dieses Video seht, dann seid ihr vielleicht zufällig hier gelandet oder ihr gehört zu den wenigen Zuschauern, die meine Videos regelmäßig schauen. Darüber freue ich mich übrigens sehr. Ich stecke mittlerweile schon relativ viel Arbeit in die Videos, vor allem was die Recherche betrifft. Und es freut mich, dass ein paar von euch dann auch regelmäßig dabei sind.